Das Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiterin kennen Miriam und Veronika Wacht seit Jahren. Mounted Games betreiben die Schwestern aus Oberau bei Garmisch-Partenkirchen auf höchstem Niveau. In diesem Jahr waren sie mit einem zweiten Platz schon international erfolgreich. Waren wir schon in der Nähe von Paris in Frankreich auf der Champions League, wo aus jedem Land die besten Teams quasi anreisen und gegeneinander spielen. Da habe ich für Norwegen bin ich mit eingesprungen, weil die eben durch die lange Anreise zu wenig Reiter hatten. Meine Schwester ist für die Schweiz geritten und da sind wir beide sehr glücklich über unser Ergebnis gewesen. Bei Mounted Games gibt es 28 verschiedene, genau festgelegte Spiele, aus denen für jeden Wettbewerb welche ausgewählt werden. Gespielt wird auf einem 50 x 100 Meter großen Feld. Die bayerischen Meisterschaften werden erstmals vom neu gegründeten Verein Mounted Games Bayern ausgerichtet. Es ist bei Wessobrunn, also das hinter Weilheim, und auf dem Gut Moosmühle. Das ist eine super Anlage, wo wir drauf dürfen, die uns da unterstützen. Weil Mounted Games braucht man eine große Fläche, da genügen die normalen Reitplätze nicht aus. Für das Turnier auf Gut Moosmühle und die weiteren internationalen Termine plant Veronika Wach den Einsatz ihres 6-jährigen Quarterhorse-Pferdes Wally. Bei der Schweizer Meisterschaft starte ich in 2 Teams, einmal mit einem Newcomer-Pferd. Also da sind die Ambitionen eigentlich einfach nur, dass er das super macht und dass er volle Leistung gibt und dass ich mit seiner Entwicklung eben in der Turniersaison zufrieden bin. Die bayerischen Meisterschaften gehören zur Turnierserie der Alpenpers. Für das Wettkampfwochenende am 3. und 4. Juni werden mehr als 30 Teams aus Österreich, der Schweiz und Deutschland erwartet.